Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben bei Gerbrand. Apropos, warte mal, bevor ich dem schöne Grüße von Diego ausrichte, würde ich vielleicht gerne einen Blick in den Brief werfen, den Diego geschrieben hat. Wo ist er denn? Diego hat doch einen Brief geschrieben. Diegos Brief an Gerbrand. Gerbrand, du hättest mich lieber töten sollen. Ich bin wieder in der Stadt und auf dem Weg zu dir. Wenn ich dich finde, werde ich dir deinen fetten Wanst aufschneiden. Du kennst mich lang genug, um zu wissen, dass ich mich nicht ungestraft reinlegen lasse. Als du mich damals hast in die Barriere werfen lassen, hast du sicherlich geglaubt, mich für immer los zu sein. Du hast dich geirrt. Ich bin gekommen, mir das zu holen, was mir zusteht. Deine einzige Chance, am Leben zu bleiben, ist, dich aus deinem Haus zu verpissen und mir deine Geschäfte zu überlassen. Dann sind wir quitt, Diego. Hey! Ich mag Diego und du, Arsch, hast ihn reingelegt. Das wird dir noch leid tun. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Ich hätte das anders gemacht. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich! Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich glaube, das Unheil hast du angerichtet. Ah, wo der wohl hingeht. Oh, da treffen sie sich gleich. Da treffen sie sich. Das schaue ich mir doch an. Na, was passiert? Was? Warte mal. Nicht, das hast du nicht gewusst. Ha, das war ja... Ich habe den Brief abgegeben. Irgendwie enttäuschend. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Na, auch wieder wahr. Warum hört er eigentlich? Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Immerhin. Ein Viertel. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Korinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Hätte ich dir sagen können. Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Schlimme Zeiten sind das. Schlimme Zeiten sind das. Ja, da sagt sie es. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Nun denn, gut, ich bin hier, ich habe Geld. Und da ich Geld habe, kann ich jetzt auch mal zum Händler hier hinten gehen. Lutero war das, glaube ich. Vielleicht hat der noch ein paar Heiltränke für mich. Oder ein paar andere Sachen. Wer weiß, wer weiß. Bürger Lutero, du warst das, oder? Genau. Zeig mir deine Ware. Nee, keine Heiltränke. Dafür aber Tränke der Geschwindigkeit. Ja, ich weiß nicht. Wegen der Macht. Feldknöterich. Die südländische Verteidigung. Der Doppelblock. Lehrbuch zum Kampf mit zwei Handwaffen. Boah, das kostet mich 2500, wenn ich mir das nehme und danach wieder verkaufe. Und ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt was bringt.
Andererseits... Ja, nee, lass mal. 2.500 ist mir dann doch zu teuer. Nee, ich dachte, du wärst ein Händler. Bist du aber nicht. Okay, gut. Dann gehe ich runter zu Zuris und besorge mir hoffentlich noch ein paar Heiltränke. Du bist auch kein Händler, du bist auch kein Händler. Nee, gab's hier nicht noch einen Händler? Ach nee, das war der Besessene, gell? Der handelt ja nicht mehr oder so. Den habe ich verprügelt, genau, so war's. So war das. Ja, genau. Ich erinnere mich. Nun denn, ich habe 5000... Boah, ich habe 5000 Gold. Unglaublich. Bist du Gerbrand? Nee. Das ist doch alles nur Gerede. Aber ich habe dir doch vorhin hier rechts rumlaufen sehen. Ich habe so einiges gehört. Während ich mit Diego gesprochen habe, ist er hier rübergelaufen. Hm, keine Ahnung. Übrigens, ach so, ja genau, noch was ich gemacht hatte. Vor der, also nach der vorletzten und vor der letzten Folge war ich auch bei dem Tischler und habe mir ein paar Dietriche besorgt. Haha, ja. Und der Mensch erschien... Nur falls ihr euch fragt, warum ich so viele Dietriche habe. Wenn, also weil ich schon da war. So, magische Kräfte steigern. Kannst du? Ich will meine magischen Kräfte steigern. Ah, tatsächlich, hier geht es auch noch. Okay. Eine magische Kraft. Oh, schade, doch nicht. Zumindest nicht, während ich die Items trage. Was ich jetzt nicht getan habe, ist offscreen die ganzen Pilze futtern. Aber ich habe mir überlegt, ich werde jetzt einfach immer wieder, wenn ich angeschlagen bin, Pilze futtern. Immer wieder ein paar. Und früher oder später kriege ich dann ein bisschen Mana dazu. Ich hab jetzt 160 Mana. Das sollte fürs Erste erstmal reichen. Zeig mir deine Ware. So, Zuris. Dann gib mir mal noch ein 100er. Oh, so viel hat er ja gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so viel, ne? Aber gut, dann hole ich mir davon ein paar. Und dann ganz viele 70er. Sagen wir mal so 40 und... 50er brauche ich ganz viele, wenn ich keine 100er habe. Brauche ich doppelt so viele 50er. Wie viel nehme ich da? Kann ich schaden, oder? So auch richtig ordentlich viele. 75. Ja, 75 ist in Ordnung. Das scheint mir vernünftig. Gut. Hätten wir das, dann habe ich mal noch genug Gold übrig, um Biff bezahlen zu können. Und dann können wir endlich weiter die Jagd nach dem Feuerdrachen fortsetzen. Genau. Sorry, dass ich hier ein bisschen Abstecher machen musste. Tut mir leid. Aber irgendwie musste das dann wohl sein, sagte Biff. Naja, was soll's. Ich sag's mal so, ich habe Diego geholfen. Das hätte ich früher oder später eh machen müssen und hätte ich voll vergessen. tut gut, mal den ganzen Scheiß los zu sein aus dem Inventar. Das hatte ich schon länger mal vor. Hab mich immer davor gedrückt. Jetzt hatte ich immerhin mal einen Anlass, es wirklich zu tun. Und ich muss sagen, ich bin froh darüber, dass ich es getan habe. Weil es echt viel war, was ich nicht mehr brauche. Und das hat mir halt schon so ziemlich jeden Zugriff aufs Inventar ein bisschen verlangsamt. Weil ich halt einfach Unmengen von Gegenständen überspringen und ignorieren musste. Die ich eigentlich gar nicht brauche. Gut, die Uhr sagt 14.48 Uhr. Das heißt, ich gehe jetzt zur Burg. Hau mich nochmal aufs Ohr für Innos. Und dann hole ich mir Biff, bezahle ihn. Und dann geht's auf Drachenjagd. Und wenn es gut läuft, und ich denke schon, wir sind gerade erst bei Minute 8 von dieser Folge. Wenn es gut läuft, wie gesagt, davon gehe ich aus. Also was heißt, wenn es gut läuft? Ich hole mir Biff. Ich gehe in die Burg, ich penne, hole mir Biff. Und dann gehen wir auf Drachenjagd. So, das Auge ist aktiviert. Was ich brauche, ist Schlaf. Das kriege ich da drüben. So ist es Innos Wille. Innos Wille, ja. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Man weiß gar nicht, wem man noch glauben soll. Na, Innos natürlich und vor allem seinen Gesandten, also mir. Für Innos! Siehste? Sage ich doch. Für Innos. Ah, dieses Wetter. Dieses Wetter. Ah ja. Wisst ihr was? Wenn ich jetzt schon hier bin. Nicht, dass ich da irgendwie die Rampe runterfalle oder so und dann sterbe und mich ärgere. Nee, lass mal. So, wie war das mit Zengrads Armbrust? Die wollte ich doch dir geben oder so, ne? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Oh je, was ist los? Ich will von dir lernen. Okay, schieß.
Okay, schieß los zum Armbrustlernen. Ja, ist schön, gefällt mir. Das Wortspiel gefällt mir. Aber ne, mit Senkrad habe ich... Ich habe schon mit ihm geredet über Senkrad. Dass Senkrad tot ist. Aber er wollte seine Armbrust dann wohl irgendwie nicht, ne? Oder so. Wie war das? Irgendwie so. Wundert mich ein bisschen. Verdammt, wo ist Biff? Oh nein, Biff ist weg. Ach Mist, muss ich jetzt... Muss ich vielleicht da hoch, wo er am Anfang war? Also, eins sage ich euch, ohne Biff mache ich hier nicht weiter. Aber hier alles nachzustellen, darauf habe ich irgendwie auch keine Lust. Schauen wir mal, ob ich nicht da unten finde, wo er beim allerersten Mal war. Da müssen wir jetzt halt einen etwas größeren Weg zu Fuß zurücklegen. Dann wird es vielleicht heute nichts mehr in dieser Folge mit dem Feuerdrachen. Aber zumindest fast ja, er ist da. Glück gehabt. Glück gehabt. So, ich habe 160 Mana, 10 ausgegeben für Teleport. Heißt, ich habe noch 150. Ja, das reicht, das reicht. Jetzt muss ich nicht sofort auffüllen. Wie wäre es, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Warum nicht? Was zahlst du? Du bekommst die Hälfte der Beute. Das hört sich gut an. Aber ich warne dich. Verarsch mich nicht, sonst wirst du es bereuen. Und noch was. Ich will keine Waffe oder anderen Krempel, den du hier aufsammelst. Mich interessiert nur das Gold. Kapiert? Ja. Aber was sag ich, das weißt du doch. Ja, genau, das weiß ich alles schon. Wir haben schon zusammengearbeitet. Wir haben schon gemeinsam zwei Drachen getötet und uns zu einem dritten vorgekämpft und zu einem vierten fast. Ja. Ich glaube, wir kennen uns. Boah, das war blöd. Ups. Naja, Biff fällt da ja schon nicht runter. Bestimmt. Nee. Nun gut, wie komme ich jetzt von hier am besten zum Vulkan? Ich könnte mal rechts rumgehen an der Burg lang. Ich glaube aber, da sind Orks. Ja. Andererseits so ein bisschen durchs Gebiet durchschnetzeln, das hätte auch was. Muss ich ja sagen. Würde mir gefallen. Ein bisschen Action zu haben, wieder nach der ganzen Abstecherei nach Corinis. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Im Wald sind doch, glaube ich, noch ein paar... Oder nicht? Haben wir schon erledigt? Die haben wir schon erledigt. Okay. Dann müssen wir da nicht hin. Da oben ist auch nichts mehr. Dann, ja. Gehen wir einfach mal rechts an der Burg rum. Da bin ich hier in Gothic 2 noch nicht rumgelaufen, glaube ich. Sondern nur halt in Gothic 1. Hey, warte mal. Ah, Moment, da unten sind Orks. Aber hier sind Pilze und die Pilze will ich für Mana. Ja, da kommen sie. Hey, der Baumstamm ist eine gute Deckung. Ich hoffe nur, dass keiner auf die Idee kommt, außen rum zu laufen von den Orks. So, was haben wir hier noch? Boah, eigentlich nur zwei Orks. Oh, eine Elite. Ach, Mist. Das war nicht gut. Ah, verdammt. Das war knapp. Nun gut. Ich weiß schon, ich brauche hier gar nicht erst runter, bis ich da... Für Innos. Für Innos. Ja, ist doch okay. Ist doch gut. Lass stecken. Ich bin selber für Innos, ja? Ich bin hier der Innos-Geweihte. Tu nicht so, als müsstest du irgendwas für Innos tun. Ich bin hier. Naja, gut. Das tut mir leid, dass ich hier das jetzt wiederhole. Mist, muss aber sein. Habe ich nicht gespeichert? So, speichern. Die Frage ist, schaffen wir das da an den Orks? Ja, ich kann den Orks einfach links liegen lassen und die Pilze erstmal liegen lassen. Ich habe erst noch genug Pilze. So, du arbeitest für mich, du kriegst die Hälfte der Beute und damit sind wir uns einig. Sehr schön. Das heißt, wir laufen runter zur Brücke, dann speichere ich und dann schnetzeln wir uns einfach durch die Feldräuber direkt durch und lassen die Orks links liegen. Das sollte aber funktionieren diesmal. Und diesmal bin ich auch schlau genug, vorher zu speichern. Ach ja.
Ich bin schon manchmal ein bisschen blöd. Andererseits, aus Fehlern lernt man, ne? Und mit so ein paar Orks hatten wir uns eigentlich schon angelegt und haben es geschafft. Eigentlich hätten wir das schaffen müssen. Von daher war das vielleicht gerade einfach ein bisschen Pech. Naja, aber blöd war es auf jeden Fall, dass ich vorher nicht gespeichert habe. Das hätte ich absehen können, dass das nicht... Das, zumindest hätte ich sehen können müssen, dass es schief gehen kann. So, ja, habe ich aber nicht. Habe ich aber jetzt und deswegen speichere ich nach der Brücke. So sieht's aus. Dann schnetzeln wir Feldräuber. Oder vielleicht auch auf der Brücke, was soll's. So, die 426 ist eigentlich okay. Ist ja nichts wirklich passiert in der Zwischenzeit. Pilze merke ich mir mal, dass die hier sind. Ach, da ist ein Ork. Guck mal, das sind ja auch Orks. Bleib mal stehen, Orgelite. Sehr gut, du bist nämlich der Gefährlichere von beiden. Und dann den da auch noch. So, dann würde ich gerne die Ork-Elite nochmal einführen. Sehr schön. Und dann können wir uns um die Feldräuber kümmern. Oh, das ist ein Wag. Das ist nicht gut. Wag ist gar nicht gut. Ich helfe mal eben Biff mit dem Ork. Biff, Wag, jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Da ist nichts. So, die Feldräuber haben nichts dabei, wie immer. Aber der Ork hat ein Kriegsschwert, eine Essenz der Heilung und 22 Gold, von dem die Hälfte Biff zusteht. Wundert mich gerade ein bisschen. Nichts zu holen. Dass er das nicht will. Wir haben doch gerade drüber gesprochen, dass er die Hälfte kriegt. Da ist nichts zu holen. Nun gut, was soll's. Ich brauche einiges an Lebensenergie. Und wie gesagt, ich brauche Pilze. Oh mein Gott, dauert das lang. Ich brauche vor allem auch Mana, sehe ich gerade. Nämlich 130. Das heißt 50 und 75. So. Und dann... Na komm schon. Das geht. Da habe ich 5 Mana mehr. Los, 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 los. bei 26 und bei 76... Ja, oder habe ich zwischendurch ein paar gefunden, ein paar Pilze? Weiß ich gerade gar nicht. Gut, auf jeden Fall bin ich aufgefüllt. So, das ist die 427. Der 427. Spielstand, seit dieses Let's Play angefangen hat. So, ich glaube, die Orks, die ignorieren uns, wenn wir ganz rechts laufen. Aber der hier nicht. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ah, da kommt der nächste. Komm, Biff, komm. Die Elite muss weg. Biff. Dann kümmere ich mich um die Elite. Verdammt. Moment. Ich muss hier mal eben... Oh, das war reines Mana. Was soll's. Egal. Ich muss hier mal eben eingreifen. Oh, Glück gehabt. Das, ich dachte schon, ich treffe Biff wieder, weil er gerade so durchgelaufen ist durch die Schusslinie. Naja, was soll's. Es ging gut. Och, Biff. Beziehungsweise, blödes Spiel. Ernsthaft. Automatische Zielung auf einen Freund bei einem Kampfzauber ist nicht witzig. Nichts zu plündern. Das hätte man echt besser lösen können. Das ärgert mich. Jetzt muss ich nicht mehr Mana einsetzen, um mein Mana wieder aufzufüllen bei dem Zauber oder für den Zauber, den ich gerade aus Versehen gemacht habe. Sondern ich muss auch noch Biff heilen. Beziehungsweise, warte mal. Ich habe doch, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich doch
Hier, sowas in der Art. Mittlere Wunden heilen Mana kosten 25. Ich habe aber nur 20 Mana. Ich brauche also 140 Mana. Da hole ich mir eben 75. Und dann, komm mal her, Biff. Dann heile ich dich mal. Das funktioniert doch, oder? Ah, Mist, das funktioniert nicht. Aber ich kann mich selber heilen damit. Immerhin. Brauchst du? Klar. Immerhin kann ich mich selber damit heilen. Das ist schon mal... Das heißt, für mich kann ich zumindest die Heiltränke sparen, soweit. Und sie erstmal nur Biff geben. Das ist gar nicht so blöd eigentlich. Wobei ich ja eigentlich Pilze futtern wollte. Um ehrlich zu sein. So. Und noch ein kleiner. Genau, Biff ist geheilt. Ich bin geheilt. Ich brauche Mana. Ich brauche 90 Mana. Gut, das können wir schon. Das sind die 75 und ein fein Feuerkraut. Sehr schön. So. 428. Und ihr seht schon, es geht hier weiter mit den Orks. Aber es sind nur zwei. Die mache ich noch schnell. Komm. Schon wieder eins von diesen Biestern. Biff, lauf mir nicht durch die Schusslinie. Mist, das ging daneben. Naja, was soll's. Bin ich angeschlagen eigentlich? Nö, überhaupt nicht. Ich brauch nur Mana. Die dumm. 150, 3 hiervon. Dann bin ich zufrieden. Oh, da kommt noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Ich mache hier eben den Wagen weg. Fängst du jetzt gleich wieder an, mit Gold zu wollen? Nichts zu plündern, da ist nichts zu holen. Sieht nicht so aus, okay. Gut, hier ist noch ein Ork. Eine Elite sogar. Ein normaler und eine Elite. Ach, verdammte Axt. Wisst ihr was, das ist mir jetzt gerade zu blöd. Ich werde hier speichern. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Schöne ist, wenn ich lade, dann haben die vergessen, dass sie aggressiv sind. Haha, bis dahin, auf Wiedersehen.